Liebe kann so schön sein, besonders wenn es Liebe auf den ersten Blick ist. Probleme könnte es aber geben, wenn man schnell beschließt zu heiraten und sich die Eltern des Brautpaares erst kurz vor der Hochzeit kennenlernen. So wie bei Pia und Sebastian. Aber es geht auch immer noch schlimmer, wenn die Eltern aus zwei völlig verschiedenen Welten kommen. Auf der einen Seite Hippies, die kein Blatt vor den Mund nehmen, und auf der anderen vornehme Adlige. Da prallen zwangsläufig Welten aufeinander. Guten Tag. Jetzt lernen wir uns alle endlich kennen. Ich bin Margarete. Ich bin Lisa. Mein Mann Waldemar. Herzlich willkommen. Danke. Was ist dein reizendes Hotel? Das war im Zweiten Weltkrieg ein Stützpunkt der SS. Wussten Sie das? Naja, es ist ja schon lange her. Bin gespannt, ob ihr irgendwo eine Plakette oder ein Denkmal daran erinnert. Sowas wird ja gern totgeschwiegen. Solche und ähnliche Dialoge könnten mit der Zeit in Vergessenheit geraten, wenn nicht Sebastians bester Freund Daniel mit einer Kamera auf der Hochzeit unterwegs wäre. Seine ihm zugeteilte Aufgabe nimmt er allerdings etwas zu ernst. Mach die Kamera aus, okay? Nein, ich will jetzt hören, was du zu sagen hast. Ach, Daniel! Ja, er ist mein bester Freund. Und ich will jetzt wissen, was du zu sagen hast, und dann entscheide ich selber, ob ich das lösche oder nicht. Wow. Kann ich da meinen Anwalt dazu holen? Natürlich kann sich Daniel nicht bremsen. Und so landen Dinge auf dem Hochzeitsvideo, die lieber nie hätten passieren sollen. Von Alkoholeskapaden beim Junggesellenabschied bis zu intimen Geständnissen über Pias Ex-Freund. Weil er einen Pornofilm mitspielt. Was jetzt? Ohne Scheiß? Ja, also bevor wir zusammen waren natürlich. Und ich glaube jetzt danach auch wieder, aber nicht zu meiner Zeit. Okay. Sein Künstlername ist Carlos die Keule. Aber verstehst du, wenn Sebastian das erfährt, dann haben wir nie wieder guten Sex zusammen. Ich meine, der kriegt das doch nicht mehr aus seinem Kopf raus. Und stell dir den Skandal vor, wenn die Stieglitze erfahren, dass ihre zukünftige Schwiegertochter ein Jahr lang mit Carlos der Keule rumgevögelt hat. Und so steht Pias und Sebastians Ehe schon am Tag der Hochzeit vor ihrer größten Bewährungsprobe. Mit Das Hochzeitsvideo hat Erfolgsregisseur Sönke Wortmann eine ehrliche und lustige Komödie über Beziehungen und Geheimnisse gedreht. Am Start sind ein frisches, unverbrauchtes Ensemble und Popstar Sascha hat einen Gastauftritt, in dem er sich selbst spielt. Auf der Blu-ray finden sich als Extras unter anderem Making-ofs, ein Blick hinter die Kulissen und Interviews, auch mit Regisseur Sönke Wortmann.